mein Thema die schwäbische Kehrwoche. Ich hatte gehört von dieser lustigen Tradition in Schwaben, die putzen sehr gerne und sehr organisiert. Und die nennen das die Kehrwoche. Ja? Ich mach die Kehrwoche. Ich wollte das lernen bei einer echten schwäbischen Lehrerin. Das Erste, was man lernen muss, das ist der Ablauf. Ich sollte erst mal zwei Besen holen. Das ist aber jetzt kein Besen, sondern eine Scheuerbürste. Ach so. Welchen Tag benutzen Sie den? Immer samstags. Gut. Zum alles aufwaschen. Und der ist Samstag oder? Der wird jeden Tag benutzt, weil jeden Tag wird zusammengekehrt. Jeden Tag, das ist die schwäbische Reinigkeit. Um das umsetzen zu können, braucht man aber die richtige Besentechnik. Linke Hand nach oben, die rechte nach unten. So. Rechts ist die Führungshand. Rechts ist die Führungshand. Die Führungshand, die ist nach unten. Also die Führungshand hier? Ja. Und links ist? Links die Steuerung. Steuerung. Also. Führung, Steuerung. Ja. Aber nicht so. Ach Gott, nein. Das geht ganz leicht, das geht spielen. Das Kind mit 4 Jahren macht es Ihnen schon vor. Führung, Steuerung. Das war die Kehrwoche für ein Einfamilienhaus. Für ein Hochhaus funktioniert es aber anders. Jede Wohnungstür hat einen Haken. Wenn dieses Schild an Ihrer Tür ist, dann müssen Sie putzen. Wenn Sie fertig sind, bekommt der Nächste das Schild. In diesem Hochhaus habe ich eine Frau getroffen. Die war am Putzen, obwohl es war schon vorher alles komplett sauber. Aber Sie putzen trotzdem? Ah ja, muss man ja. Jede Woche, wenn man dran ist, muss man putzen. Ob man will oder nicht. Auch wenn es sauber ist? Auch wenn es sauber ist. So funktioniert die authentische schwäbische Kehrwoche. Aber leider gibt es auch Zugereiste, die halten sich nicht dran. Neben der Dame wohnt so einer. Der macht nie die Kehrwoche. Der kommt aus Saarbrücken. Das ist der Saarbrückener? Von Saarbrücken, soll ich mal klingeln? Ja. Ja, dann kann man es. Er hat nicht mal einen Haken. Es gibt ein kleines Problem. Sie halten sich nicht an die Kehrwoche. Stimmt. In Saarbrücken wird geputzt, wenn es dreckig ist und nicht nur plan. Schon merkwürdig, dieser Saarbrückener. Er hat die Kehrwoche noch nicht verinnerlicht, obwohl er schon sehr lange da wohnt. Eigentlich nur der echte Schwabe hat den Blick für die Reinheit, da wo es zählt. Guck mal, das ist, oh, das ist meiner, guck mal. Wer ist das? Von der anderen Wohnung. Von dem Saarbrückener. Schlimm. Hab ich da immer sauber gemacht, alles. Das mache ich nimmer. Wenn es keiner macht, also ich mach bloß nur meiner, hier, selber. Die von Saarbrücken, die sind schlimm. Furchtbar, ja. Was machen Sie, wenn ein Nachbar die Kehrwoche nicht respektiert, damit er Ärger kriegt? Ach, das ist doch mir egal. Ist doch mir egal. Das nervt Sie nicht? Das ist denn Ihr Problem. Ist nicht mein Problem, oder? Dann warum reinigen Sie dann ständig, wenn es Ihnen egal ist? Warum machen Sie das, der Schwabe? Warum macht er alles immer sauber? Ja, weil es... Vorschrift. So, meine Kehrwoche-Ausbildung war abgeschlossen. Ich konnte jetzt mein Wissen anwenden. Madame, soll ich bei Ihnen die Kehrwoche machen? Ah, nein, dann mache ich lieber nicht. Schönen Tag.
Dafür aber habe ich bei mir zu Hause die Kehrwoche eingeführt. Ab jetzt mache ich den Gehweg immer sauber. So, erledigt. Zurück ins Studio.